Dealerin sehen. Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? What's up, what's up? Wir sind in Pfaffenhofen und neben mir steht Christian Neidhardt. Für mich voll geil, dich wieder zu sehen und hier vor der Kamera zu haben. Wir haben schon mal ein Interview gemacht. Genau. 2000, was war's? 14, 2015, 15? Ja. 15, ne? Fucking. In Kassel, glaube ich. Acht, ja, genau, Kassel, richtig, ja, gut, dass du dich erinnerst. Kassel, 8 Jahre her. Und wie war's? Wie war die Reise? Was ist in 8 Jahren passiert? Erzähl mal. Viel, ich bin viel unterwegs, jedes Jahr immer am Skaten. Im Ausland, Holland, Belgien, Luxemburg, Spanien, Italien, bin eigentlich sehr viel unterwegs. Pass auf, das ist eine gute, ja, was würdest du sagen, was turnt dich am meisten an, wo ist das Beste? Ich würde sagen Holland. Ja, ne? Ja, warum, sag mal, welche Kriterien ist dann wichtig für so Skateboarding? Ich finde, Holland ist sehr sauber. Ja, sehr, richtig, sehr sauber. Richtig. Die Leute sind richtig entspannt, auch die Skatespots sind mega gut. Wir waren dieses Jahr in Holland, da waren wir ein bisschen mit Dan van der Linden unterwegs, auch ein richtig geiler Typ. Shoutouts, wir kennen natürlich Dan, ja, schon Mann. Super lange her. Also wirklich. Eindhoven G. Ja. Wo wollt ihr da genau? Erzähl mal, plauder jetzt aus dem Nähkästchen jetzt mal hier. Komm, plauder mal. wo wart ihr genau? Wart ihr Street, Park? Wir sind alles was gefahren. Was kann man empfehlen? Wenn du sagst Holland, okay, und dann nochmal Stadtpräzise, was sagst du? Eindhoven, würde ich sagen, ist sehr cool. Wir waren dann auch in Breda, Breda. In Utrecht. Utrecht ist richtig gut. Amsterdam natürlich, auf jeden Fall. Ja, aber erzähl mal, was findest du da an den, warum sind die Parks oder was sagst du, was anders als in Deutschland? Ich möchte sagen, es gibt halt viele Parks. Es gibt viel mehr Parks genau, als man, genau. Ne? Und es gibt halt viele Möglichkeiten zum Skaten. Also bei uns gibt es halt auch viele Parks, aber es ist halt alles so strikt, weißt du, in Holland hast du halt alle Möglichkeiten für jeden, wenn du gut bist, ob du nicht gut bist. Und ich finde auch so, die Kultur ist ziemlich cool. Wir waren, ich glaube, es war in Amsterdam, kennst du diesen riesengroßen Skate-Spot, also wo an dem Fußballplatz ist? Ja. Genau, und da waren so abgefuckte Rampen und es waren, keine Ahnung, 100, 150 Skater da. Und jeder hat drauf geschissen, wie gut man ist, oder es war einfach eine geile Session zusammen. Und das gefällt mir dann Holland so. Warst du in Rotterdam auch? Nee, da waren wir noch nicht. Okay, ja, krass, weil das steht ist nächstes Jahr. Okay, weil ich muss sagen, wenn ich nämlich die holländische Stadt nennen müsste, was die beste Stadt? Rotterdam auf jeden Fall. Erstens, Streetspots übertrieben, so richtig krass. So, ich war selber so geschockt, weil Spot erstmal. Richtig krass, ja. Zweitens, irgendwie Rotterdam kennt auch irgendwie so, ist das, alle vergehen immer in Amsterdam irgendwie, genau, so Touri-Life-mäßig natürlich. Genau. Aber Rotterdam ist der real shit. Das und shit, dort gab es Skateparks, die ich auch noch nie gesehen habe. Es gab so einen roten Skatepark, der geht so in einen kompletten Downhill. Ja. Und dann kannst du immer so eine Leine, du fahren kannst, no push. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen irgendwo das sonst. Das ist richtig krass. Ja. Dann gab es in Rotterdam gab es auch da gibt es so einen Skatepark, der ist wie so ein Street Plaza. Wenn du das filmst, das sieht aus wie Street Spots. Ja. Und das ist auch noch so groß gemacht, dass du gar nicht, dass das wirklich wie Street auch aussieht. Mhm. Also die Holländer haben wirklich irgendwie... Die haben richtig Bock. Also auf another level ist das, ja, ne? Die wissen, die wissen, was sie tun. Es gibt auch ziemlich geile Hallen, zum Beispiel Pier 15. Ja, richtig die in Breda meinst du, ja. Die ist richtig die ist auf another level. Alles ist so... So clean einfach. Es wirkt so wie Amerika so ein bisschen. Wie Barracks so ein bisschen, ja. Alles schön sauber und cool auf jeden Fall. Mega cool. Jetzt sind wir hier. Was turnt dich an Contests? Weil wir sind jetzt hier, das ist eine sehr kleine Stadt, Pfaffenhofen. Mhm. Hier sind zwar 26.000 Einwohner oder was. Genau. Du kommst extra aus Nürnberg angefahren, ne? Eine Stunde hergefahren. Warum? Warum? Geil? Ich mag den Hype und auch diese, wenn die Leute alle zusammenkommen, wenn man sich mal wieder nach einer langen Zeit sieht. Es kommen ja doch viele von außerhalb her und man sieht sich wieder. Es ist halt wie so eine Family. Und ich mag auch das Level, also wenn man sich dann gegenseitig pusht und merkt, andere sind ein bisschen krasser, dann musst du ein bisschen an deinem Level schrauben. Die Session wird angeheizt, ne? Genau. Und das finde ich halt ziemlich cool, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch viel unterwegs auf den Contests. Ja. Was geht bei dir sonst? Erzähl mal, was gab's so, das Ding ist halt, ich weiß, dass natürlich jeder von uns, alle streben dieses Ding an. Man wird gerne natürlich auch mit Skateboarding sein Geld verdienen, richtig, ja, Pro werden und dies und das. Wie hat sich das hat sich bestimmt auch bei dir gewandelt, weil wir sind jetzt 8 Jahre her, auch bei mir, als ich dich interviewt habe, 8 Jahre, da hatte ich nicht mal den Skateshop, jetzt habe ich den Skateshop aufgebaut, richtig, noch einen größeren YouTube-Kanal gemacht, viel mehr Videos geschafft, 2.500 Videos gemacht, komplett anders, vorher habe ich ja wirklich ja mit Anzug und Krawatte, richtig, und diese Dinge, jetzt mache ich ja komplett den OG-Shit, deswegen, ich habe mich krass gewandelt, erzähl mal aus deiner Sicht, was ist nochmal bei dir anders geworden, was hat sich bei dir noch verändert, was hast du nochmal gesehen, wie ist die Sichtweise jetzt auf Skateboarding, auf
Tricks stehen auf also, das Ganze? Also früher war es bei mir tatsächlich so, ich wollte jedes Jahr einen neuen Part rausbringen, Street fahren, noch mehr Sponsoren ergattern. Aber man hat dann auch gemerkt, dass die Sponsoren halt ziemlich hart geworden sind. Also du musst schon wirklich ein krasses Level haben, dass du gute Sponsoren sowieso hast, dass du davon leben kannst. Ja. Ich habe schon immer mein ganzes Leben lang Klamotten, Boards, Schuhe, alles bekommen. Aber es hat sich halt dann irgendwann gewandelt. Es wurde immer schwerer und du musst immer abliefern. Ich war zum Beispiel 7 Monate verletzt und habe dann mein Instagram gelöscht, weil ich einfach ein bisschen Pause gebraucht habe. Und dann hat direkt welche gedroppt? Und dann gab es Sponsoren, die dann direkt so, wegen Instagram haben die dich gedroppt? Ja, aber vor, aber was hättest du, hättest sagen müssen, aber was, wenn 2001 Shit wäre? Genau. 2001 genau. Gab es schon mal Handys. Hättet ihr mich dann gedroppt oder was? Das macht doch keinen Sinn. Es geht alles nur so um Fame und Online und okay, Insta. Okay. Und das ist halt nicht so meine Welt, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin gerne auf den Contests unterwegs, viel in Parks und überall am Reisen. Das ist das, was mir Spaß macht. Wie sieht es jetzt aus mit Sponsoren? Was ist jetzt? Weil das Ding ist, es ist ja trotzdem Sache. Trotzdem musst du ja, wenn du skatest und schon aktiv skatest, geht's in die Schuhe, geht's richtig, in die Boards. Richtig. Wie machst du das mit, wie funktioniert das, dass man noch diese große Leidenschaft auch noch finanzieren kann? Ja, ich fahre jetzt aktuell für Dickies. Das ist ein Flow-Deal. Da kriege ich meine Klamotten. Okay, okay. Ja, und den Rest hat sich mit der Zeit, kaufe ich halt alles selber. Oder ich habe ziemlich gute Connections, da kriegst du halt immer mal ein paar Schuhe oder Boards for free und es ist halt so ein freundschaftlicher Deal, würde ich jetzt behaupten. Kein richtiger Sponsor. Und ich habe auch so meinen Fokus ein bisschen davon weggelegt, dass ich jetzt immer noch versuche, davon zu leben. Es funktioniert nicht, weil ich war schon immer dahinter, dass ich einen Job habe, dass ich mein eigenes Geld verdiene, dass ich für mich sorgen kann. Und das ist halt so das Wichtige für mich. Und jetzt kann ich trotzdem reisen, bin viel unterwegs, habe eine richtig geile Zeit, bin auch vielen Contests und kann trotzdem Spaß haben. Weil im Endeffekt das, was du sagst, ist voll interessant, weil die irgendwie da streben, alle streben diesen Pro-Skater-Life an. Ja. Und jetzt, wie alt bist du jetzt nochmal? Ich bin 31. Siehst du, jetzt, du hast schon längst die Sache schon begriffen, was das ist. Das Problem ist halt, hier sind ganz, ganz viele Jüngere natürlich, die auch zuschauen, genau, die diesen krassen Traum haben. Und das Ding ist ja, wir haben ja Beispiele schon, weil das Ding ist, als ich das erste Mal dich gesehen habe, dachte ich mir auch nur so, wow, what the fuck. Weil du fährst auf einem sehr, sehr hohen Level, sehr krass konsistent, fällst direkt einem auf, siehst wunderschön aus. Und du siehst, das alle und der Style, alles spielt eine Rolle. Ne? Richtig, das alles spielt natürlich mit. Das Auge ist mit, ist kein, nicht so ein Sprichwort, sondern das ist halt so. Deswegen, du fällst einem sehr direkt auf. Und dann habe ich auch schon gedacht, so krass, aber ich kannte den noch nicht, du bist noch nicht so groß gewesen. Und jetzt sieht das aber auch alles, nach Jahren merkt man, ah krass, da gehört nicht nur das alles, sondern noch der professionelle Aspekt dazu mit. Du, selbst wenn du Pro wirst, deine Boards musst du erstmal verkaufen können. Genau, genau. Selbst wenn du auf der Schuhfirma von landest, selbst wenn du mal auf Adidas, auf Nike landest, schaff mal jetzt da einen Schuh zu bekommen. Richtig. Schaff mal jetzt da irgendwie mal 100 Euro, dass sie mal eine Rechnung überweisen. Genau. Weil da musst du dich selbstständig machen. Du musst dann dieses Business machen. Genau. Und eigentlich haben wir ja auch genug Beispiele in der Skate-Szene, die ja ganz oben waren. Und jetzt ganz weit unten sind. Komplett nicht mehr da sind. Genauso wie auch jetzt aktuell. Was würdest du sagen, wer sind eigentlich, man kann eigentlich an einer Hand aufzählen, Pros, die jetzt gerade überhaupt davon leben können. Also ich würde sagen, in Deutschland ist ja nicht mal so viel. Justin Sommer, der hat es auf jeden Fall gepackt. Der war ja schon Danny Pham, Alex Mitsurov, genau, es gibt so ein paar, Jost Ahrens. Die waren früher schon krass. Die waren früher schon krass und jetzt erst kam die Zeit für sie. Und es kommen nicht viele dazu, wenn ich es kommt, ja genau, es kommt richtig. Jeder träumt davon, aber im Endeffekt ist es zu schwer geworden, weil du kannst davon nicht leben. Du kriegst halt, keine Ahnung, 400 Euro von dem Sponsor, was wirst du mit 400 Euro machen? Ne? Das ist die Frage. Du musst deine Miete zahlen, du wirst reisen, du wirst dein Stuff kaufen und alles mögliche, aber was wirst du mit 400 Euro erreichen? Da ist nicht mal die Miete. Da kannst du auch nicht vorsagen, später. Versicherung, da ist ja gerade mal die Krankenversicherung bezahlt. Genau, du wirst ja auch später mal von deiner Rente leben, das kannst du von dem Geld natürlich nicht, es funktioniert nicht. Deswegen bin ich da relativ schnell. Wie war, erzähl mal jetzt, ich würde gerne jetzt von dir wissen, wie krass war die Entspannung dann, nachdem man das gecheckt hat, so, das losgelassen hat, diesen ich will Pro-Skater werden, wie bist du dann geskatet? Ich muss sagen, hast du das gemerkt, diesen Augenblick? Ist schon anders geworden? Ja, ne? Tatsächlich, vor allen Dingen dieser Druck ist weg. Der Druck, du wirst immer abliefern und immer Gas geben, weil du wirst ja deinen Sponsor was beweisen. Mhm. Und jetzt ist es so, also früher war es auch so, ja, du musst dorthin, du musst auf diesen Contest, du musst dorthin, da ist ein Fototermin. Und jetzt ist trag bitte mein T-Shirt, trag bitte meine Kappe, aber ich zahle dir gar nichts und ich bringe dich nicht mal hin, sondern fahr selber hin, melde dich selber an, mach alles selber. Und heutzutage ist es so, ich mache, was ich Bock habe. Genau, ziehst einfach die Klamotten, die du anziehst, trägst die Schuhe, die du trägst. Dann machst deine Reviews sozusagen, machst deine Erfahrungen. Ich kann, wohin ich möchte, ohne Druck, dass dir einer vorschreibt,
was du zu tun hast. Und das ist ja ein Hobby. Also es ist nach wie vor mein Hobby und ich packe das halt nicht, wenn einer sagt, so, ja, du musst das machen, dorthin und hierhin und alles Mögliche. Dann hat es ja nichts mehr mit Hobby zu tun. Das ist halt so der Knackpunkt, der dich zum Bewegen gebracht hat. Geil. Ja, Mann. Und jetzt sind wir wieder hier, wie letztes Jahr. Richtig. Du warst ja nämlich letztes Jahr hier und da habe ich schon gedacht, da war ich schon erstmal so überrascht, als du hier warst. Ja. Aber letztes Jahr, ich erinnere mich, ob ich voll krank war, warum ich das Interview nicht mit dir gemacht habe, weil ich wollte unbedingt natürlich mal mit dir reden, weil wir uns halt, wie gesagt, vor 8 Jahren getroffen haben. Und ich war schon so überrascht von dir. Und ich meine, du hast auch sogar eine gute Platzierung gehabt. Wie gesagt, du fährst sehr krass, du fällst direkt einem auf, Double Dreh, die Stars, du läufst bei dir halt easy. Und man sieht, dass du es abgespeichert hast. Und deswegen war halt so interessant, was passiert. Weil es gab halt immer diese Kids, immer Leute, die du gesehen hast, die ich gesehen habe auf Contest. Und dann habe ich diese Kids immer wieder gesehen. Und dann, ich habe halt Kids gesehen, die dann, wie Anthony Zaya, Daniel Kramer, ich kenne die alle seit klein an. Jetzt sind die auf deutscher Meisterschaft, erster, zweiter, dritter und so weiter. Mhm. Und fahren bei europäischen Contests mit uns platziert, sind da auch platziert. Deswegen, für mich immer wieder interessant, sowas zu sehen und dann auch natürlich diesen Augenblick zu sehen, wann kommt entweder der Sprung zu all in, ich mache jetzt diesen verrückten 400 Euro und ich hasse irgendwie durch auf dreckig, aber ich bin Pro-Skater. Ja. Oder die Verständnis, nein, es funktioniert nicht, dafür musst du viel größerer Businessmann sein und das Skaten als Business sehen und dann wirklich diszipliniert sein, weil das ist ein Job, das ist eine Berufung, du musst dich dazu berufen fühlen, weil du, wenn du es nämlich dann, wie du sagst, als Job machst, dann ist nicht mehr geil. Nein. Du musst das so krass in Love sein und dann natürlich das nächst Wichtigere ist natürlich diese deutsche Bürokratie zu schaffen mit Rechnung schreiben, Buchhaltung, Finanzamt, dass du das allen erklärst, was du da machst, dass die Rechnung, dass du auch mal von Sponsoren mal eine Überweisung von Geld kriegst, das ist alles ja auf, das gibt's ja super selten, dass du irgendwo mal Geld verdienen kannst, dass dir ein Sponsor mal was überweist, ist hilarious. Ja, auch, dass du auf Contests Geld gewinnst, zum Beispiel heute gibt es so 300 Euro zu gewinnen, das gab es auch nicht. Richtig, es gab ein bisschen ein Board, ein mal Board, vielleicht. T-Shirt. Ne? Erzähl mal, wie war das früher? Was hast du gewonnen? Du hast bestimmt 1000 Contests schon gewonnen. Und wann hast du jemals, erinnerst du dich an das erste Mal Geld gewonnen? Ja, tatsächlich. Ich glaube, das war irgendwo in der Oberpfalz. Das waren 500 Euro. Und dann war der Augenblick so, dass man dachte, ja, jetzt glaube ich, jetzt wenn ich das nochmal mache und nochmal mache und dann die Sponsoren und dann geht's ab, ne? Das war schon ein Push eigentlich in die falsche Richtung, richtig, ne? Richtig, ja, richtig. Du hast gedacht, jetzt du wirst ich dann auch gierig, weil du denkst so, jedes Wochenende wenn ich das jetzt Wochenende mache, Und ich finde, du solltest deinen Fokus nicht darauf legen, den Contest zu gewinnen. Ja. Und die meisten machen das, die sehen, oh, es gibt 300 Euro, ich will den gewinnen, den Contest. Aber das ich hab's auch gemacht. Wir sind sogar zu Contest gefahren und ich habe sogar gewusst, scheiße, wir kommen gar nicht mehr zurück. Ich muss Top 3 machen, ich muss Geld machen oder beim Best Trick dieses Cash, was ihr heute Abend gibt's auch, Cash for Tricks gibt's natürlich auch. Und das war für mich so, Bruder, du oder die auf jeden Fall, in Nolly Hill Nostad muss drin kommen. Richtig. Kick Nostad, Kick K-Man, wir springen rein wie noch nie, weil ich habe kein Geld für zurück. Und natürlich wäre auch noch gut, wenn man auch vorher noch sich einen Döner-Teller gönnen könnte, wenn man am Hauptbahnhof ist. Deswegen, natürlich hat man auch diese Filme gemacht. Sogar ich bin auf Freitag, Samstag, Sonntag Contest gegangen. Man hat das immer gemacht, weil es ist halt, ne, wenn du das ja machst, wenn es echt jeden Sonntag hier, also jedes Wochenende wäre ein Contest und du fährst echt auf dem Level und könntest das machen, dann wäre es easy. Dann immer noch nicht easy, weil dann wärst du erst, wenn du überleg mal, du würdest sogar, nehmen wir an, du nimmst 500 Euro jeden Contest mit. Zum Beispiel hier gibst du 300. Aber du gewinnst, oder du bist immer Top 3. Das heißt, du kommst nicht mal auf 1000 Euro. Richtig. Das heißt, wenn du dich selbstständig machst, und dann, das musst du ja versteuern. Das ist nicht steuerfrei. Das sind das ist ja nicht ein Gewinn, oder das ist ja kein Kredit, den du bekommst, sondern das ist ein Gewinn, den musst du ganz normal angeben, dass du es bekommen hast. Dann hast du nur die Hälfte übrig. Genau, dann ist das nur die Hälfte übrig. Zweitens, du bist ja hierher gefahren, du hast gegessen, du hast getrunken, du hast alles, rechnest du es runter, das sind nicht mal 10 Euro die Stunde. Ja. Das ist eigentlich so, und du hast hier hart Backflip am Handrace gemacht, ne? Wenn du nicht triffst, klatschst du deinen Hinterkopf auf. Genau, so. Genau. Du bist kurz vom Tod. Richtig, für 15 Euro so die Stunde. Richtig, wenn es überhaupt drauf kommt. Deswegen, es ist der Spaß, Freunde. Richtig, Es ist der Spaß, das Hobby oder die Liebe und die Leidenschaft. Richtig. Ihr habt nur diese Wahl. Wenn ihr Profi-Skater sein wollt, dann holt euch Manager, ihr müsst euch die Besten der Besten holen. Social Media Manager. Ihr müsst alles machen, sonst funktioniert das nicht mehr. Ne? Weil wie gesagt, selbst ihr seht, das ist das beste Beispiel hier. Fährt krass, sieht gut aus, ist vermarktbar, ist überall am Start gewesen. Und trotzdem kriegst du nicht Pro-Board und Pro-Schuhe und diese ganze. Es ist nicht mal annäherungsweise, dass du da hinkommst. Und vor allem auch noch sogar so an die ganz kleineren Sponsoren. Wir reden ja schon gar nicht über dieses Adidas, Nike, Red Bull. Richtig, das sind ja so, wenn du nicht mit denen bist, dann bist du sowieso verloren. Richtig, mit den kleineren Firmen ist ja auch nicht mal diese wie DVS ist ja weg. Genau. America ist nicht mehr so groß, wie vorher war. Adio ist weg. Es gibt ja ganz viele Schuhbrands, das waren Legendenbrands. Richtig. Weg.
Jetzt kannst du nur noch auf die Großen zurückkommen. Es gibt nur die Großen, ja, im Endeffekt haben die überlebt, weil die ja nicht mit Skate zu tun haben, sondern die machen ja andere Sachen und nehmen Skaten mit rein. Genau. Deswegen haben die überlebt, weil die Skate-Szene hat es komplett nicht überlebt, alles, ist weg. Ja. Deswegen, ist es nicht aber ein geiler Augenblick, die Core-Szene ist das ist es jetzt. Mehr gibt's nicht. Richtig, heute wirst du auch sehen, wie viele kommen werden, weil ich muss auch sagen, dieses Jahr war die alle Contest-Besucher sehr, ja, ich will nicht mager sagen, aber schon, wir wurden jetzt nicht überrannt auf den Contest. Ne? Es ist schon etwas entspannter geworden. Natürlich bei solchen Dorf-Contests ist immer natürlich, da kommt das ganze Dorf mit, da ist immer Full Action. Aber hier auf so internationalen Meisterschaften war schon, Ja, ich habe es gesehen. Ich wollte dieses Jahr eigentlich auch wieder die deutsche Meisterschaft daran teilnehmen. Aber ich habe dann auch gesehen, da waren 20, 30 Teilnehmer. Ja, und dann ist auch noch es gibt ja Frauengruppe. Genau. Und eine Männergruppe. Und dann, das heißt, da war ja fast nur 5 Leute pro Gruppe. Genau, am Ende des Tages. So, und dann fährt da so ein Alex Mizurov mit. Und dann bist du schon mal 5. Genau. Oder so ein Joost Ahrens. Ja, genau. Auch ein krasser Typ mittlerweile. So hohe Tricks. Ja, und dann fährt noch Danny Fumble. Also wie gesagt, du fährst mit und schon bist du 5. erstmal. Genau. Weil die 5 Plätze sind schon mal belegt für die 5. Genau. Ja. Also Kinder, geht die Schule machen, macht eine Ausbildung, macht was Vernünftiges in eurem Leben. Habt Spaß am Skaten. Macht Spaß am Skaten. Genau, jetzt am Contest, es geht nicht darum, wer gewinnt. Es geht darum, wer hat den meisten Spaß. Und den bin offensichtlich habe ich, ja. Absolut. Deswegen, wir haben den meisten Spaß. Das Wichtigste ist, wenn du heute Abend mit dem Grinsen im Gesicht liegst, weil du heute einen Drehflip gemacht hast. Und wir machen jetzt einen Drehflip. Wir gehen jetzt runter und dann seht ihr Drehflipper. Und dann verlieren wir keinen Tag. Geht dich auch selber skaten. Habt Spaß, ne? Aber lebt trotzdem vielleicht den Traum. Versucht es, Pro zu werden. Aber auf dem Weg müsst ihr schnell checken, ob es euer Ding ist oder nicht. Also, haut da rein. OG Distribution. Das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns. Bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an. Da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir jetzt gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage. Je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen. Werdet natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Nein, sag mir, wer ist ein Dealer? Hoffen so smakelig, manche sind Dealer. Hast du es noch nicht gehört in der City? Zwei, sie sind tot, ich muss hustlen, you will be. No Stripe, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist ein Dealer? Ey, sag mir, wer ist ein Dealer? Yeah. Ich häng mit OG dem Pop.